und willkommen bei Cooking mit Toko. Heute geht es um das Thema Blattsalat für Holzblasinstrumentalisten und Holzblasinstrumentalistinnen. Wenn der kleine Hunger zwischendurch nagt und es schnell gehen soll und auch noch schmecken, da haben wir das richtige Rezept und wünschen euch viel Spaß. Wichtig ist natürlich, dass man sich das richtige Blatt besorgt, denn es soll ja schmecken und auch, dass man das auch schön sortiert und sauber macht hin und wieder. Man sieht noch alte Hülsen von dem Salatblatt. Das muss natürlich weggeschmissen werden. Der Blattsalat darf in verschiedenen Größen sein. Die schmecken gut, ob groß, ob klein. Und das Ganze muss natürlich dann, bevor wir das essen und weiterverarbeiten können, gereinigt werden. Dazu gehen wir jetzt einmal in den Waschraum. Zum Reinigen bitte kaltes, frisches Wasser verwenden. Das schließt die Poren und hilft dem Salat, seinen Geschmack besser zu entfalten. Und ganz wichtig ist, jedes Blatt muss einzeln abgebürstet werden. Einmal schrubben, sauber machen und dann ist das schön sauber und auch gut genießbar. Nach dem Reinigen habe ich das Wasser natürlich abgeschöpft und jetzt kann die Salatblätter weiter verarbeitet werden. Damit der Salat auch gut gegessen werden kann und nicht zu einer Maulsperre führt, knicken wir die Blätter einfach alle einmal in der Mitte durch, zerkleinern das, damit es dann bissgerecht verzehrt werden kann. Das Ganze füllen wir dann in einen Teller. Natürlich haben wir hier alles bestens vorbereitet. Und dann fangen wir schon an, den Salat zu würzen. Als erstes nehmen wir ein bisschen Lackiersoße. Und damit das Ganze noch ein wenig Schärfe bekommt, benutzen wir Ledertang in feinen Streifen geschnitten. Geben das herüber, um noch ein bisschen mehr kräftigen Geschmack zu bekommen, packen wir dazu Unterlegscheible in Rot, Gelb und Grün und fangen schon mal an, ein wenig zu rühren. Als besonderes Gewürz kann ich dann noch empfehlen Grenadinpulver, bitte nur 2 bis 3 kleine Prisen, nicht zu viel. Das sollte langen. Und für den letzten kleinen Sonderbissen Geschmack noch ein wenig Spiritus Essenz, bitte hier vorsichtig, nicht zu viel, es würde den ganzen Salat versauen. Dann noch einmal gut umrühren. Und so schnell hat man seinen kleinen Snack für zwischendurch vorbereitet. Und fertig ist der Blattsalat. Übrigens, Blattsalat kann ich empfehlen aus Italien, aus Frankreich, aus Südamerika. Alle diese Salate haben einen sehr guten Geschmack und man kann ihn auch gerne mixen und zusammentun. Das schadet dem Salat in keiner Weise. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Cooking mit Toko dabei gewesen seid. Ich gehe davon aus, ihr probiert das jetzt bestimmt zu Hause nach. Und während ihr euch diesen Salat nachmacht, werde ich nun den ersten Happen genießen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.